Zwergenstein. Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde der zwergischen Unterhaltung, zu Let's Play Warhammer 40k Deathwatch Turnit Invasion Folge 60 NG++. Und gucken wir, wie lange das noch so bleibt. Wir erstmal Päckchen aufmachen. Ich habe die Sachen verkauft, die wir bekommen haben, den ganzen Müll aus den letzten Folgen und. Und wir kriegen noch mehr Müll. Yes, noch mehr Müll. Yes. Oh, ein Müll-Medipack. Kein Erfolg. Naja, gut. Ich denke mal, wir verlieren jetzt. Ein heroischer Abgang. Oh, ist das cool. Mit dem vollen Team übrigens. Ey, ich bin sowas von stolz auf die Leute hier. Ja, was nehmen wir? Immer einmal Crit, dann kommen wir schon mal auf 30%. Das ist einiges. Dann starten wir mal durch. Wait, meine Maus ist weg. Ah, da ist sie wieder. Kill Team. The biomass pools in this chamber must be contaminated with the atrophying agent. Begin the process by pouring the flasks into the pools. Expect heavy resistance. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, ist das cool. Oh, ich traue mich gar nicht, mich hier zu bewegen. Ah, da haben wir den ersten Gegner. 400 Lebenspunkte, das ist eine Schwarmwache auf Level 1, ne? Wow, okay. Und der macht 44 Damage pro Treffer. Hart. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Okay, gar nichts. Mhm. Aber 400, das ist eine Hausnummer. Krass, was die wegstecken können jetzt. Boah, 26 pro Schuss. Auch fett. Na, ob der Erfolg unser wird in dieser Mission schon, dass wir keinen verlieren dürfen? Oh, das sind nicht wenige. Aber wir haben Granaten. Wow, und die hat ordentlich gesessen. Na, trotzdem mal in Deckung. Puh. Auf jeden Fall mal erst an die Gegner gewöhnen hier. 400 Damage. No dark angels sully this squad. I have heard that the wolves of Fenrir do not see eye to eye with the sons of the Lord. They are traitors, mongrel wretches of all our kind. If there was a dark angel here, he would strike you down for such words. He would try.
Oh, sorry. Ganz vergessen zu sprechen. Gut, ich bin aber auch ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Also, okay, es ist jetzt machbar. Noch. Also, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ne, das Spiel hat bestimmt noch ein, zwei Überraschungen parat, so wie es beim zweiten Durchlauf sowieso schon hatte. Und, ja, also 400 ist nicht ohne. Und die Viecher sind ja jetzt nicht gerade Mangelware, da gibt es viele von. Das kann richtig, richtig hart werden. Also ich denke mal, dass wir nicht bis zum letzten Akt kommen. Mit dieser Challenge. Also sie sind auf jeden Fall nicht skillüberladen, was ich erwartet habe eigentlich, dass sie total overpowered sind. Jeder mit zwei Skills und hast du nicht gesehen. Dem ist schon mal nicht so. Aber vorrennen möchte man hier trotzdem nicht. Oh, der Schaden kann sich sehen lassen. Wie gesagt, es sind die kleinen Standardgegner. Sanguinius. No. We send these to the gates of death to appease Morkai. I see. Whoever's tally is largest names the fate of the Tyranids. Fight. Our actions shall speak louder than words. Nice. Okay. Den machen wir weg. Wie die einfach nicht überhitzen wollen, die Waffen. Also ich liebe es. Okay. Was steht hier? Das ist aber auch die letzte Folge, die ich für heute aufnehmen werde. Ich werde langsam müde, muss ich sagen. Ich merke das. Ich wollte einfach nur mal unbedingt wissen, wie diese Missionen jetzt ablaufen werden. Also, sie sind auf jeden Fall knackig. Mir graut ja jetzt schon vor diesem beknackten, diesen Herzklappen da, die man da mal aufmachen muss. Ich glaube, dritte Mission oder so war das. Oh, das kann böse, böse enden. Ist ja sogar schon beim ersten Mal NG Plus fast in, ja, mit dem Scheitern geendet. Ja, gehen wir mal hier hoch. Also wir sind auf jeden Fall langsamer als nur normalerweise. Ja, aber läuft ganz gut. Kann man sich echt nicht beschweren. Boah, was die denken. Also alle, die jetzt hier noch dabei sind im Let's Play und zugucken, natürlich, schreibt mal unten in die Kommentare, wettet mal bitte darauf, wie weit wir noch kommen. Ich bin mir da gerade sehr unsicher. Ich versuche gerade so eine Prognose zu erstellen. Aber ich traue mich noch nicht so viel zu. Oh, ich traue mich noch nicht so viel zu sagen. Weil wir noch nicht so ganz genau wissen, wie es ablaufen wird. Also die Gegner sind auf jeden Fall hart. Die nehmen einiges an Damage mit. Ob ich jetzt schon sagen kann, wie weit wir kommen, ist so eine Sache. Ich möchte gerne wissen, wie viel Leben die Schwarmwachen haben.
Und danach möchte ich gerne wissen, wie viel Leben der Carnifex hat. Wenn wir den nicht in einer Runde schaffen, ist sowieso gelaufen, würde ich sagen. Weil wenn der anfängt, darf auf uns einzuhacken, hat sich die Sache erledigt. Das Ganze gegessen. Hm. Ah, wir sind fast durch. Hier war noch ganz fies die Ecke. So, langsam kommen wir hier aus dieser Ecke raus. Okay, jetzt können wir uns von links und rechts Deckung geben. Hier sieht es relativ safe aus. Nope, doch nicht. Dann ein Mehrfachschuss. Keine Skills. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall eine Superlochgranate für dich. Die nichts gebracht hat. Dann nehmen wir eine normale Granate, weil wir es können. Oh wow, da sind ganz schön viele. Dann ziehen wir mal unseren Laserkanonenschützen ein Stückchen weiter vor. Da können wir gleich gut flanken. Rauslaufen traue ich mich jetzt nicht bei der Anzahl an Schützen, die ich da gerade gesehen habe. Zug beenden. Ich glaube, in der nächsten Runde können wir da weiter. Sehr schöner Schuss, Bruder Divakai. Ich glaube echt, dass diese Missionen jetzt was für absolute High-Tier-Equipment sind. Und da passen wir so gar nicht in das Schema rein. Und dann Feuer frei. Oh, nee. Schaut gut aus. Obwohl, wenn er jetzt zweimal schießen darf oder dreimal. Okay, er schießt nur zweimal. 16, 18. Okay, das ist noch vertretbar. Obwohl man merkt schon, so ist es wahrscheinlich auch an der Zeit, langsam mal in Lebenspunkte zu investieren. Was ich ja nie gemacht habe. Weil es einfach auch viel wichtigere Sachen gibt, wie ich finde. War es das schon? Von hier hinten war, glaube ich, noch einer. Aber nee, wir müssen hier einfach raus aus diesem Schiff hier. Okay, einen haben wir in Sicht. Jo, also geht auf jeden Fall schleppen da voran. Aber auch halt, weil ich mich hier gerne vorsichtig vorwärts bewegen möchte und nicht zu viel riskiere. Wow, 240 XP für einen normalen Gegner. Das ist heftig geil zum Leveln. Wenn man denn leveln dürfte bei dieser Challenge. Ja, die beiden Devastoren geben mir einfach schön weiterhin Deckung. Ich bin überhitzt. Wo sind die letzten? Stehen die jetzt alle hier? Ja, nochmal sorry, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen wenig kommentiere in dieser Folge. Ich bin echt K.O. Ach ja, gut. Ich mache, glaube ich, gleich einfach direkt einen Break und nehme einfach dann morgen weiter auf und schneide das dann zusammen. Dann habt ihr auch so ein bisschen kommentarfreudigeren Zwergenstein wieder vorne an der Front.
Gut. Die Sache hier ist aber gegessen. Also wir müssen nur aufpassen, dass gleich noch beim Reinlaufen. Okay. Oh, ah. Was ist mit ihm los gewesen? Warum hat er nicht geschossen? Das möchte ich jetzt aber mal wissen. Hä? Warum sehe ich denn nur so wenig? Okay. Na schade, ihn kann ich leider nicht snipen. Das wäre so richtig gut. Ah, doof. Gehen wir besser in Deckung. Ja, wir haben keine Granaten. Das traue ich mich echt nicht, da so reinzustürmen. Und dann trifft er mal einfach gar nichts. Ach, da steht einer. Den konnte ich nicht sehen auf der Ecke, Ele. Ach. Naja, egal. Wir haben Wolfzahnkette, Sprinten, Medipack, alles dabei. Das ist schon mal gut. Erster Clear. Cleaven. Nächster Clear. An den kommen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr bei. Doof. Aber in Deckung können wir wieder gehen. Das ist gut. Dürfte der letzte gewesen sein. Außer hier steht noch einer. Da hast du dir, glaube ich, die falsche Wahl getroffen. Ah, schade. Hätte ich gut snipen können. Aber kann ich ja von hier aus machen. Wenn Plativerkeit treffen möchte, was wie es scheint. Gut. Oh, Glück gehabt, ich hab gar nicht. Ah, ich hab vergessen, dass ich gar nicht mehr sprinten kann, weil ich schon gemacht habe. Ah, warte, wir können ja noch ein Stückchen weiter laufen. Haha. Mir ist aus Versehen schwarze Wut aktiviert. Ja, das war's. Okay, also wir wissen, was uns erwarten wird. Ein richtig sackschweres Deathwatch. Also wenn die schon 400 Leben haben und mehrere von unseren APs wegtanken, ist richtig krass. Gibt auch schon richtig gut XP für die erste Mission. Nicht schlecht. Wir kriegen endlich... Ja, das ist wie mit der anderen Bolter, weißt du? Wir kriegen eine Tier 3 und wofür ist sie? Nur für Blood Angels. Jetzt kriegen wir eine Tier 3 und wofür ist sie? Nur für Ultras. Aber es macht auch sowieso keinen Sinn, glaube ich, mehr noch auf die anderen Waffen zu wechseln. Lieber einmal hart hitten als zweimal weich und dann sowieso nichts killen. Naja gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Okay, also Infektion ist die nächste Mission, die ansteht. Gucken wir mal kurz. Ich hoffe, das ist nicht die... Nein, das ist zum Glück noch nicht die Mission mit den Türen, vor der mir jetzt schon graust. Ja... Punkte zu verteilen. Hoffentlich gibt es da irgendwas. Okay, Bruder Melvos ist soweit ausgeskillt, dass wir jetzt alles nur noch auf das hier setzen können. Ja, worauf gehen wir? Genauigkeit, würde ich sagen. Wie gesagt, der Plan ist ja noch einen zweiten Plasmawerfer reinzupacken ins Team, sobald er da ist. Obwohl Crit wäre natürlich auch der Hammer. Obwohl, das ist dann wieder... Wie sieht denn der Crit bei der Waffe eigentlich aus? 250% nur, das ist nicht viel. 350 ist natürlich mega genial. Also, ja, aber Genauigkeit ist bei der Waffe einfach besser. Mal gucken wir mal. 42 nur und das ist Tech 3, also es geht noch höher und schlimmer. 50, okay. Ja, aber dafür braucht das Ding auch. Ich finde eigentlich komisch, dass die hier so viel AP verbraucht im Vergleich zu anderen Waffen.
Ja, ich teste einfach mal den Raketenwerfer aus. Den haben wir noch nie benutzt, den Eisenbrecher. Oder vielleicht ein, zwei Mal. Nehmen wir mal zum Spaß einen Raketenwerfer mit. Warum auch nicht? Haben wir Ritus für Raketenwerfer dabei? Moment, einmal kurz checken. Ja, haben wir Ritus des Flugkörpers. Vom Feinsten. So, habe ich Punkte verteilt? Ja, klar. Oh, ich hasse immer, dass dieses Level-Up-Symbol nochmal so kurz nachblinkt. Das verwirrt mich immer sehr schnell. Okay, ja, dann starten wir direkt durch. Brothers, you have been detected. Tyranid forces are massing toward your position. Set bombs, break through the enemy and find a way out of this chamber. Ja, wird gemacht. Ich denk mal, wir können den Raketenwerfer hier mitnehmen. Erstens, weil es viele kleine Gegner sind. Die tanken sowieso massig. Ja, meine Hoffnung ist einfach, dass wir mit einem Schuss hier gut Punkte machen können. Oh, aber mir fällt gerade so auf. Ja, die Mission kenne ich. Ich weiß, was hier nochmal passiert. Ah, das Problem ist, er kann überhitzen. Wenn er eine Seite alleine hält, haben wir da ein Problem. Ja, und er macht keine Kills mit einem Schuss. Doof gelaufen. Ja, wir packen Bruder Mel... Bruder Melvus, ja, nee. Es wird immer schlimmer mit den Namen. Wir packen Bruder Divakai hier hin. Bruder Karason nach hier. Das heißt, die beiden decken sich gegenseitig. Das wäre nicht schlecht. Dann packen wir Bruder Melvus nach hier. Das ist eine sehr schöne Übersicht. Obwohl, wir können ihn eigentlich hier hinstellen. Dann stellen wir Bruder Claudro nach hier und Dirikius irgendwie so irgendwo hier noch als Ergänzung. So, dann positionieren wir uns doch erstmal. Ja, machen wir mal kein Overwatch in dieser Runde. Ich denke mal von den Punkten, wenn wir überhitzen, ja egal, das ist noch nicht so wichtig, solange wir keine großen Gegner aufploppen können. So, dann muss Bruder Divakai hier rüber. Obwohl, warte, wir können hier Platz machen, dann braucht er weniger AP. Ja, hierhin erstmal. Dann können wir sogar noch overwatchen. Und in den letzten Missionen des NG Plus 1 hatten wir noch ziemlich oft Glück gehabt, dass wir Punkte zurückbekommen haben durch die bestimmte Fähigkeit von unserem Bruder Dirikius. So, dann macht hier unten Bruder Claudron dicht. Und ich würde sagen, wir nehmen die volle Reichweite an Laufdistanz. So, jetzt kommen wir hier auch viel, viel besser runter. Nur zwei Punkte. Da hat er noch drei über. Ach, können wir uns... Das ist so super mit den Bonuspunkten. Das können wir uns leisten, noch ein Stück weiter zu laufen für einen Schuss. Das ist richtig, richtig gut. Na, aber die Reichweite von der Waffe ist nicht ausreichend. Auf jeden Fall merken, weil wenn hier Gegner aufploppen, die schießen können, müssen die Devastoren die rausfiltern, damit Bruder Divakai... Wow. 3 AP zurückbekommen, nicht schlecht. Damit Bruder Divakai hier so ein bisschen den Filter spielen kann, was die Nahkämpfer angeht. Okay, also unsere Taktik steht. Hoffentlich geht's auf. Dann legen wir mal los. Tanzt an! Was war das denn für ein Schuss? Wow, der Damage, das ist ja gar nichts. Ah. Oh, das wird eine harte Mission. Ob das was bringt, keine Ahnung. Oh, war doch ganz nice. Wow. Also Dirikius, ich weiß nicht, ey. Mehr Treffgenauigkeit oder mehr Crit. Er trifft noch nicht sehr gut mit der Waffe. Und wie gesagt, ich will den Plasmawerfer endlich haben. Das wäre so ein geiles Teil für ihn. Ja, jetzt overwatchen wir, würde ich sagen. Das ist jetzt angebracht. Yep. Und dann overwatchen wir hier auch. So über Kreuz ein bisschen. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Taktik. Hier kann Bruder Claudron einfach weitermachen wie vorher. Und dann sage ich mal weiter. Aber wow, der hier gerade rauskam, der hat ja nichts in Damage genommen von dem Einschuss. Ah, da kommen schon die ersten Fernkämpfer. Und natürlich direkt auf der Seite, wo die Defense nicht gut genug ist. Na, ist der down?
Jawohl. Hoffentlich nicht überhitzt, weil das, obwohl auf die Reichweite können wir, glaube ich, eh nicht viel machen. Denn selbst der schwere Plasmawerfer ist reichweitentechnisch leider nicht gut. Ja, wie gesagt. Und hier können wir auch nicht. Das sind 1-2 Felder. Das wäre hier. Ja, ansonsten können wir hier auch nicht viel machen. Vielleicht können wir ums Eck schießen. Ja, versuchen wir es einfach mal. Komm schon. Jawohl, das ist ein guter Schuss. Oh, da ist auch noch einer aufgetaucht. Okay. Ein bisschen brenzlig. Gut, 2 Punkte zum Aufheben da. Ah, jetzt muss Bruder Claudon hier ein bisschen näher ran. Ich meine, wir haben ja massig Skills, die wir alle gar nicht zünden brauchen, weil wir, also nicht aufheben brauchen, weil wir keine schweren Gegner haben. Das heißt, ich habe mega viele Optionen. Wenn ich einmal hier hart versagen sollte, kann ich noch so viel zünden, um da was rauszuholen. Bei der zweiten Brenzling-Situation in einer Mission von vom ersten Akt, da wird es dann komplizierter. So, und jetzt könnten wir versuchen, den Kill noch zu landen mit Bruder Dirikius. Ja, und das klappt auch wunderbar. Schön. Die Situation ist auch safe. Gut, dann overwatchen wir hier weiter. Ja, es ist ein bisschen schade, wenn... Obwohl, er kann auch so überhitzen. Es macht hier nicht viel Sinn zu warten, wie gesagt. Und los geht's. Nächste Runde. Wie viele Runden musste ich aushalten? Das haben sie immer noch nicht gepatcht. Hatte ich schon gesagt gehabt, dass die gepatcht haben? Einen 125 MB großen Patch. Also ist echt nicht schlecht. Ich möchte nur gerne mal wissen, was es gewesen ist. Ja, stimmt, habe ich schon gesagt. Ich dachte ja, Performance. Oh, also ich muss sagen, der Plasmawerfer ist auch unglaublich gut im normalen Feuermodus so. Weil der Damage ist jetzt nicht zu verachten. Gut, dann erstmal wieder eine Sprengladung hier rein. Wir können auch alle hochbuffen, weil der hat nur 2 Runden Cooldown. Und der gibt 20% Schaden für alle. Das ist echt nicht schlecht. Nice. Gut, dann können wir hier mit Bruder Divakai filtern. Einfach weil wir es können. Wenn er denn trifft. Ich bin so verlockt, bei ihm auf Zielgenauigkeit zu gehen, obwohl er 80% hat, was für einen taktischen Marine echt viel ist. Ah, ich finde diesen Wert so merkwürdig. Ob das Spiel irgendwie die Waffe nicht mitzählen möchte oder so. Dafür sind Bruder Claudrons Laufskills einfach irgendwie 3-mal so gut geworden. Komm schon. Schade, ich hätte gerne noch einen Übergab von Overwatch-Modus. Ja, dann kommt man aus euren Löchern gekrochen. Noch clearen wir... Da, überhitzt. Ah ja, wollte gerade sagen, noch clearen wir super souverän. Außer wir überhitzen jetzt, dann sollten wir ein bisschen in Bedrängnis kommen. Und was passiert? Wir überhitzen noch, bevor ich es ausgesprochen habe. Gut, gucken wir erstmal, wo die größte Gefahr sitzt. Keine Schützen, doch einer. Okay, dann versuchen wir den erstmal größtenteils mit Bruder Claudron wegzufischen. Ich sag mal, ein Overcharge-Shot sollte das eigentlich hier regeln. Sehr gut. Dann haben wir hier auch wieder mehr Optionen frei. Wow. Okay. Ja, da kommen wir gar nicht dran. Dann schießen wir die Bazooka hier rein. Es war keine gute Idee, sie mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt... Es kann ja sein, dass er wieder nicht getroffen hat, sondern nur die Explosion Schaden gemacht hat. Da ich komme mit Raketenwerfer nicht so zurecht. Ich finde den Effekt geil, habe ich aber auch schon mehrfach gesagt. Ich kann nicht overwatchen, na super. Ich könnte einfach in die Richtung zielen. Solange hier jetzt eh nichts kommt, dann wird der gleich rausgefiltert. Soll ich mit ihm einen Schritt nach oben ziehen? Das heißt, noch mehr... Ja, noch mehr Übersicht. Und zur Not kann ich in der nächsten Runde zurücklaufen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Schicken wir ihn mal Bruder Dirikius mit, um das hier zu saven. Und dann lasst sie weiterhin auf uns zurennen. Oh, da fällt mir gerade auf, ich gucke gar nicht nach gegnerischen Skills. Wieso hat er jetzt nicht geschossen?
Ich sollte die Gegner, glaube ich, echt mal alle für Skills checken. Oh. Das sind einige. See, Blood Angel. The wolf hunts in packs and always gets its prey. Admirable. But this is a kill team, brother. Not a pack of rude blooded barbarians. Nice. Der war gut gewesen. Ich überlege gerade, könnte ich alle auf einmal... Ich kann, glaube ich, alle auf einmal treffen. Kostet mich ein AP, aber auch ein Gegner mehr, den man trifft. Also es rechnet sich, glaube ich. Oh, da ist noch einer da. Aber wir haben noch Safe-Granaten. Alles gut. So. Er kann gar keinen filtern auf die Distanz. Das ist doof. Ich könnte einen Schritt weiter hier rüber. Dann hätte ich... ihn da wahrscheinlich in Sicht. Nein! Oh! Noch ein Schritt vor? Ja, warum nicht? Jawohl, und jetzt kriege ich auch Ziele. Vernünftig. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die Genauigkeit hoch und knuspern wir uns den mit den meisten Leben raus. Jawohl! Oh, wir haben echt Glück, dass hier so wenig Schützen spawnen. So, dann filtern wir den mit Divakai. Weil sonst werden die AP verschwendet, weil die Reichweite hier einfach nicht ist. Oh. Viele AP, aber auch echt viele Fails. So, und den Rest filtert jetzt Bruder Dirikius wie ein Meister hoffentlich. Erstmal ihn. Sehr gut. Und kriegen wir ihn noch weg, ey? Das sind 2 Punkte. Obwohl, zur Not haben wir noch eine Granate. Oder ich könnte auch einen Schritt wieder zurücklaufen, was nicht schlecht wäre. Ja, machen wir eine Superloch-Granate. Ah, und ich habe den Weg für einen Schützen freigemacht. Ah, das ist nicht so klug. Ah. Na, abwarten, was passiert. Obwohl, wir haben ja so den einen oder anderen Schlag kassiert gehabt in der ersten Mission und die waren nicht so extrem heftig, aber ich glaube, die haben auch nicht wirklich gecrittet. Oh, auf Bruder Melvos. Boah, der ist weich wie Butter. Also, anders kann ich seine Fähigkeit, Damage einzustecken, nicht beschreiben. Egal, was ihn trifft, Bruder Melvos kassiert immer unglaublich harten Schaden. Oh... Das war fast die Hälfte der Lebenspunkte. Mit 3 Schuss. Und jetzt sind wir hier oben auch noch im Bedrängnis. Ja, das ist nicht so... Das ist jetzt echt nicht gut. Ich könnte ihn versuchen rauszunehmen, aber dann kommt er mir viel zu nah. Und ich kriege ihn nicht mal gekillt und bin überhitzt, deswegen erstmal weglaufen. So, das nächste Problem. Und die stehen alle so weit gefächert. Eigentlich würde ich Bruder Melvos lieber laufen lassen, als irgendetwas anderes zu tun. Aber das müssen wir einfach saven jetzt. Da ist noch einer. Das ist echt dreckig. 1, 2, 3. Oh, Moment, sorry. Ich weiß nicht warum. Moment. Aufnahme wieder gestartet. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat sich gerade ein pausiertes YouTube-Video auf einer geschlossenen Seite gestartet. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gleich schnitttechnisch alles noch gebacken. Und hoffentlich ist die Folge nicht weg, weil ich habe vergessen, das Programm zu beenden. Ja, gut. We cross the bridge when we come through. Oder go through? Nee, come through. Come to. Okay, gut. Wo war ich stehen geblieben? Der ist gefährlich. Okay. Komme ich aber nicht dran. Nächstes Problem. Er ist in Reichweite von zu vielen Gegnern. Das heißt, Bruder Dirikius muss, komme was wolle, nach vorne laufen. Aber ich möchte ihn vom Bruder Divakai gekillt haben, weil... Bruder Divakai, er muss eigentlich 2 killen. Der muss weg und der. Aber der ist angesoftet. Der könnte auch vom... Machen wir es erstmal so.
Wäre schön, wenn er die alle schafft. Also die beiden. Oh, ich dachte schon wieder an Schütze. So, dann müssen wir uns erstmal Sicht verschaffen. Boah, echt nicht ohne die Gegner mit so viel HP. Selbst wenn es diese kleinen Zwerge sind. Gut. Okay, du gehst gleich hier schön in Deckung. Und dann ziehen wir hier hoch. Oh, ich habe ein AP zurückbekommen. Nicht schlecht. Bringt mir nur gerade gar nichts. Okay. Ich krieg ihn nicht. Ah, aber er wird ihn auch nicht kriegen. Also kann ich mir nicht vorstellen. So, wie clearen wir hier am besten? Erstmal die Granate in den, weil, ja, müssen uns einen AP-Vorteil verschaffen. Oh, nice. Das hat richtig gut getan. Bruder Claudon ist ein bisschen doof positioniert, weil da unten gerade gar keine Action geht. Hm. Das ist natürlich jetzt echt brenzlig. 4 Punkte, ein Schritt nach vorne. 3 Punkte, 3 Schuss. Ich glaube, er tankt ein bisschen mehr. 30% Schadensmilderung. Ja, er tankt ein bisschen mehr als Bruder. Aber er hat auch... Der Witz ist ja, wenn er killt, hat er 30% Schadensmilderung. Hatte er das gerade eben auch, frage ich mich. Weil wenn ja, dann ist es echt hart. Hm. Er hat 25% Schadensmilderung. Ja, das Problem ist, ich habe ja die Item-Slots. Aber ich kann die nicht aufgeben, die Sachen, die da drin sind. Das geht gar nicht. Dann machen wir kein Damage mehr. Oh. Und da kommen sie wieder weiter raus. Ja, schwarze Wut wäre natürlich richtig gut, aber... Ich glaube, die ist sogar möglich. Aber ist es, lohnt sich das, ja? Ich müsste hier hingehen, das sind 2 AP. Dafür müsste ich... Er könnte vielleicht schießen. Nein, kann er nicht. Das wären verschwendete verschwendeten 3 AP. Ihn könnte er nicht treffen von dem Stein aus. Das glaube ich nicht. Er müsste dann hier hinter den Stein laufen. Das sind auch wieder viele AP. Und dann, wenn er nichts killt, dann haben wir ein Problem. Das ist zu risky. Tja, was machen wir? Hm. Was für Skills haben wir denn da? Erstmal ein Damage Boost. Ein Präzisionsboost. Würde der so viel bringen? Ich glaube eher nicht. Ich zieh mal Bruder Divakai hier hoch. Bruder Claudron, sorry. Naja, wie immer. Weil dann haben wir mindestens so ein paar Punkte, die wir noch auf Feuerkraft setzen können und nicht immer hier jede Runde verschwenden. Wow. Denn jeder Damage ist wichtig. Okay, versuchen wir erstmal ihn rauszufiltern. Da ist noch einer hinter. Noch einer. Das wird nicht weniger. Oh, das ist hart. Okay, dann sag ich 1, 2. Das ist echt viel Distanz, was die zurücklegen können auch noch. Also ich muss auf jeden Fall gleich ein Feld abhauen. So. Weil jetzt ist die Bazooka wieder frei. Und da hätte ich sie gerne drin. Und da steht schon direkt der nächste hinter. Wow, die spawnen ja wie irre. Okay. Ja, overchargen. Ja, warum nicht? Ich meine, wenn er nicht trifft, obwohl die Distanz, ne? Und dann keine AP zum Laufen. 1, 2, 3, das ist... Okay, es ist nur ein Schlag. Also, den riskiere ich. Okay, wir haben einen Schlag riskiert und wir werden wohl einen Schlag kassieren. Oh, das ist gut. Nein, nächste. Ist das euer Ernst? Wow, okay. Ich glaube, je weiter die Mission hier fortschreiten wird, umso heftiger wird das noch. Gut,
Ich weiß, ich kann gar nicht sagen, wie weit die hier Schlange stehen schon. Und dass hier keiner kommt, wundert mich irgendwie noch einen Tacken mehr. So, dann kann ich den hier schon mal einen mitgeben. Hervorragender Crit. Der hat uns jetzt wirklich Zeit und Leben erkauft. Ich würde mich gern wieder hier hinstellen. Ich weiß aber nicht, was da alles kommt. Ich gehe dahin, weil es sind keine Schützen in Sicht. Das könnte klappen. Sagen wir es mal so. Oh. Aber ganz ehrlich, Leute, diesen Schwierigkeitsgrad, dieses Knuspern hätte ich mir wirklich ganz gerne von vornherein gewünscht und gegönnt. Also ich hätte liebend gerne von vornherein auf Veteran gespielt und danach einfach auf Hero und den normalen Schwierigkeitsgrad komplett übersprungen. Ja, schade. Schade eigentlich, dass man das einmal komplett durchzocken musste auf sozusagen easy, in Anführungsstrichen, weil da haben wir ja auch schon Leute verloren. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein saftiges Ziel. Boah, dieses Licht. Oh, noch ein Schütze und noch ein Schütze und keine Skills an Bord hier. Okay, nein. Oh, das tut weh. Und wir haben keine Skills zur Verfügung. Dann sage ich, ja gut. Ja, Skill zünden und Scharfschützen-Modus mit Super Damage. Da ist noch einer hinter gewesen. Wow. Ja, die Granaten sind nicht bereit, das ist ein Problem. Hier unten ist Nahkampf-Action. Und jetzt. Jawohl, einfach direkt nochmal nachgehauen. Zack, zack, weg ist er. Claudron, super geile Arbeit. Dann nehmen wir uns erstmal den hier aus der Flanke. Da ist noch einer. Okay. Es sind einfach unglaublich viele Schützen. Und wenn die ihr Feuer hier fokussieren würden, dann sieht's verdammt eng aus für uns. Ja, alle so ein bisschen in Deckung schieben. Jetzt habe ich ihn freigelegt. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Wie weit ist er von mir weg? 1, 2, das sind 2 Schläge. Der wird aber eh gleich vom Bruder Divaka gekillt. Hoffentlich. Ja, wir zünden auf jeden Fall den Crit-Skill. Weil der Crit kann richtig viel raushauen, wie wir schon gemerkt haben. Boah, Hammer, wo kommen die denn alle her? Komm schon, AP zurück. Nein. Gut, aber das hier hat uns jetzt echt schon wieder einiges erkauft. Okay. Hier können wir leider nicht mehr... Doch, wir können schießen? Wir können nur nicht mehr overcharge. Ah, stimmt ja, okay. Nice. Ah, schade, das wäre fast ein Kill geworden. Ah, wieder ein Damage. Obwohl, ja gut, was ist ein Damage? Und die Mission geht, glaube ich, nicht mehr so lange. Oh, schwarze Wut. Ah. Oh. Zum Glück ist das nicht die Mission mit der Brücke, wo die, nachdem die gespawnt sind, auch noch laufen und angreifen können. Dann wären wir jetzt, glaube ich, Geschichte. Die Bazooka ist hier ganz gut angebracht. Natürlich mit Schadensboost. Mit Genauigkeitsboost. Okay. Feuer frei. Nice. Alles ordentlich angesoftet. So muss das sein. Ah, das wäre jetzt perfekt gewesen. Ah. Naja gut, dann arbeiten wir uns mal vorwärts.
Ja, ein bisschen weiter vor für mehr Trefferwahrscheinlichkeiten. So, ja, ihr müsst jetzt richtig gut aufräumen. Obwohl, gut, wir haben noch Bruder Claudron auf Safety. Also die beiden. Den mit den wenigsten Leben, den lassen wir an die Bolter. Weil das sind definitiv gute Kills. So. Einen Schritt muss ich gehen, damit er hinterher drankommt. Und irgendwo war hier noch ein Schütze. Ah, nee, das ist der. Okay. Der nimmt die Granate. Oh. Die hat ja mal gar nichts gebracht. Aber das sieht ganz nice aus. Wir haben die Masse ganz gut abgearbeitet, die uns aufgetischt worden ist. Nice, der Schuss war vom Feinsten. Ja, dann würde ich sagen, einfach mal hier rüber zielen und die Runde beenden. Oh, das war so gut. Oh, verdammt, ich habe ja schon so lange überzogen. Ja, und dieser komische Cutcut. Ja, verdammt. Ja, ist ein bisschen länger die Folge, ist aber auch echt spannend für mich gerade. Und ich denke mal, falls ihr immer noch bei der Stange seid, für euch auch. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal mit dabei. Ja, also Leute, bis dann. Ciao.